befinde mich hier über dem sogenannten Windsuchgebiet Stegenwald. Es handelt sich beim Stegenwald um ein Landschaftsschutzgebiet, auch wenn man es kaum noch erkennen kann. Die Eule ist etwas verblichen. Es ist hier ein kleiner Laub- und Mischwald, zum Beispiel hier mit einem jüngeren Buchenbestand. Bevor die Schilder hier vielleicht irgendwann verschwinden, möchte ich sie noch dokumentieren. Kann ja sein, der Sachsenforst, dem gefällt es nicht und die werden dann hier abgebaut. Dass grüne Ideologie nicht vor der Natur Halt macht, das wissen wir ja spätestens seit dem Reinhardswald. An diesem Bachlauf haben wir schon vor über 40 Jahren gespielt. Wunderschöne Naturlebensräume, jetzt vorgesehen zur Zerstörung für die linksgrüne Politik der Windindustrie. Ein weiterer Teil des Flächennaturdenkmals Stegenwald mit Buchenbestand. Im Hintergrund hört man den Buntspecht. Das ist alles sogenanntes Windsuchgebiet und ist vorgesehen für die Flächennutzung durch Windindustrieanlagen. Im angeblich besten Deutschland aller Zeiten, in dem keine Gartenlaube im Außenbereich errichtet werden darf, stellt keiner die Sinnfrage, wenn 2% Wald und landwirtschaftliche Fläche vollkommen sinnfrei vor Windindustrieanlagen zerstört werden sollen. Statt Natur zu erhalten, ist jetzt Naturzerstörung der gesetzliche Auftrag, der nicht hinterfragt werden darf. Wir hier im Erzgebirge werden dazu jedoch nicht schweigen. Keine Windkraft über Wald. Heimatliebe heißt Naturschützen. Leisten wir gemeinsam Widerstand gegen eine falsche Politik, denn noch ist es nicht zu spät.